Immer wieder Terrorplanungen und Anschläge von Islamisten in Deutschland. Sind es Einzeltäter? Wie haben sie sich radikalisiert? Während früher viele Aktionen von Islamisten öffentlich stattfanden, wie auch die sogenannte Lease-Aktion, bei der der Koran verteilt wurde, verlagert sich seit einigen Jahren vieles ins Internet. Salafistenprediger wie Abul Barra, Pierre Vogel oder Marcel Krass haben in den sozialen Medien zehntausende Follower. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz waren im letzten Jahr 27.480 Personen dem Bereich Islamismus und islamistischer Terrorismus zuzuordnen.